Und schon geht's wieder weiter. Nächstes Tutorial-Video. Mittlerweile hat mir jemand darauf hingewiesen, dass ich einen ganz wichtigen Punkt vergessen habe, nämlich bei dem Umfärbewerkzeug. Da hat er recht. Und das solltet ihr auch wissen. Generell müsst ihr euch merken, manchmal ist oder meistens ist hinter den Klicks mit rechter Maustaste eine besondere Funktion versteckt, falls nötig. Und in dem Fall ist es auch so, und das sage ich euch mal schnell, ich mache mal da eine neue Figur, wähle mir eine Farbe und wähle mir das Multiline-Werkzeug. Und damit ihr seht, was ich meine, sage ich, dass die geblenkten Linien sichtbar sein sollen. Und jetzt klicke ich mal mit linker Maustaste, linker, linker, rechter, 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 linker, 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 rechter, rechter, rechter Maustaste und so weiter. Ist wurscht. Jetzt seht ihr schon, was wir da haben. Da haben wir ein paar sichtbare Punkte, unsichtbare Punkte, sichtbare und unsichtbare Punkte. Wenn ich das nochmal ausschalte, dann seht ihr, was Sache ist. Sind zwei weiße Linien. Wenn ich die unsichtbaren Punkte wieder einschalte, haben wir die. So, und was ich euch erklären wollte, ist folgendes. Ich wähle da mal eine andere Farbe, zum Beispiel Rot. Wähle mein Umfärbewerkzeug. Und jetzt färbe ich den Punkt um, mit dem ich draufklicke. Einmal. Und den hier. Wunderbar umgefärbt. Aber der hier lässt sich nicht umfärben. Nur die sichtbaren Punkte lassen sich umfärben, wenn ich mit der linken Maustaste draufklicke. Aber keine Angst, auch die unsichtbaren Punkte lassen sich umfärben. Falls ihr das unbedingt haben wollt, dann müsst ihr halt mit der rechten Maustaste draufklicken. Zum Beispiel so. Oder so. Ja. Wenn ich jetzt wieder diese Option hier ausschalte, geblenkte Linien sichtbar, dann sehen wir, jetzt haben wir das, was sichtbar ist, von der Figur auch geändert. Ihr könnt also, falls ihr irgendwo unsichtbare Punkte gesetzt habt und die doch sichtbar haben wollt, dann könnt ihr die sichtbar machen, indem ihr die rechte Maustaste verwendet. Okay? Wenn wir schon dabei sind bei so extra Erklärungen und ganz besonderen Sachen, dann habe ich jetzt noch ein Thema. Und zwar habe ich euch ja erklärt, diese Angelegenheit mit dem Schraubenschlüssel, dass der die Interpolation und Eckpunktoptimierung verbessert, weil nämlich jeder Punkt von HLS-Scan seine eigenen Eigenschaften hat. Und da gibt es noch einen ganz wichtigen Hinweis, der den Kreis betrifft. Ich male jetzt mal einen Kreis. Zack, sowas ist jetzt rot und ihr seht, da sind ganz viele Punkte, die liegen da relativ dicht aneinander. Und ich schalte auch mal die unsichtbaren Punkte ein. Da sehen wir, dass die Hälfte vom Kreis jetzt verdeckt ist. Also oben drüber liegen nochmal unsichtbare Punkte. Und die Ursache dafür ist eigentlich ganz einfach. Viele Programme haben da ihre Mühe, Kreise sauber darzustellen. So auch HLS-Scan, und so habe ich mir also einen Weg ausgedacht, wie man es hinkriegt, dass Kreise einigermaßen nach Kreisen aussehen. Und zwar mache ich das so, ich setze zum Beispiel hier an, mit den Galvo-Spiegeln fahre ich an diese Position und dann mache ich Punkte, 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 erst lauter unsichtbare, jetzt schalte ich Laser ein, fahre hier mindestens einmal rundherum, ja, und am Schluss mache ich nochmal Punkte, die wieder unsichtbar sind. Somit gibt es einen leichten Überlapp. Man sieht also, wenn man jetzt einen Kreis projiziert mit der Laseranlage, irgendwo eine Stelle, wo ein leichter Überlapp ist, da ist ein bisschen heller. Und was noch dazu kommt, ich habe das Optimieren der Kreise, Punkte, der Abstände deaktiviert. Denn wenn ich zum Beispiel so eine Ellipse male, zack, dann seht ihr ganz deutlich, hier sind die Abstände kleiner und hier sind die Abstände größer. Und wenn ich jetzt hier die Abstände interpolieren würde mit den Parametern, der unter Optionen eingestellt ist, dann würde plötzlich hier mehr Punkte reingesetzt werden, würden da mehr Punkte reingesetzt und es würde plötzlich hier heller werden. So was sieht man, also es gibt ein Programm, das macht das ganz offensichtlich. Und da sieht man dann bei Wellen, dass die Flanken, also die steilen Seiten, heller sind als die Umkehrpunkte an den Wellen. Das kommt dadurch. Weil ich das nicht wollte, habe ich zum Beispiel die Streckeninterpolation bei Kreisen deaktiviert. Das heißt, Kreise nutzen sowas, nur Farboptimierung. Weil Eckoptimierung ist sinnlos, Kreise haben keine Ecken und Streckenoptimierung haben sie auch nicht. Naja, Streckenoptimierung haben sie auch nicht, wegen diesen Abständen hier, weil das sonst hässlich aussieht. Deswegen gibt es etwas, was ihr niemals tun solltet. Zum Beispiel das hier. So, weil jetzt euer Galvo, der fährt hier einmal rum, die beiden Galvo-Spiegel, dann kommt er daher und jetzt macht er einen Sprung da rauf und runter. Und dieses Stückchen wird nicht interpoliert. Deswegen ist sowas pfui. Galvo schlecht.
Und was auch noch voll ist, ist sowas. Ganz schlecht. Jetzt haben wir nämlich wieder ein Stückchen Linie, das unheimlich lang ist und das nicht interpoliert wird. Sowas solltet ihr nicht tun. Also wenn ihr Figuren macht, die einfach nur aus Kreisen oder Ellipsen bestehen, dann macht die und werdet glücklich damit. Wenn ihr aber Figuren haben wollt, wo ihr dann Teile davon wegschneiden wollt oder verschieben wollt oder morphen wollt, zum Beispiel sowas hier, egal, ist jetzt nicht besonders schön, dann nehmt bitte keine Kreise, sondern nehmt einfach Polygone. Da komme ich später noch drauf. Und damit die Polygone einigermaßen kreisförmig aussehen, macht ihr die aus 50 Ecken. So. Sieht man schon, das ist ja ziemlich kreisförmig. Ob ihr da jetzt einen Überlapp eingibt oder nicht, das überlasse ich jetzt euch. Das sieht auch kreisförmig aus. Und damit es richtig kreisförmig aussieht und diese Punkte hier nicht heller werden, könnt ihr unter Effekte die Optimierung der Ecken abstellen. Und dann wird es auch ein schöner, sauberer Kreis, dessen Strecken interpoliert werden. Und hier könnt ihr dann ruhigen Gewissens auch hergehen und so einen Teil hier mal löschen. Oder so einen Teil. Hoppala, oder so einen Teil hier mal darüber schieben. Das macht dann nichts, das halten die egal was aus, weil diese Strecken interpoliert werden. Jetzt überlege ich gerade, ob es noch irgendwelche Besonderheiten gibt, die ich vergessen habe, so quasi Klarstellungen oder Richtigstellungen oder sowas. Im Moment fällt mir jetzt auch momentan gar nichts ein. Und deswegen lassen wir das Video-Tutorial so, wie es ist, jetzt gut sein. Ist zwar ein bisschen kurz, aber es ist auch wichtig, drum speichere ich das jetzt einfach ab und dann geht es wieder weiter mit dem Standardprogramm von Tutorial-Videos. Also bis